Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Mozzelsa. Ich bin gerade alleine auf dem Server, auch alleine im TS, aber ich schätze mal, Fischu und Sigurin sollten auch jeden Moment wieder auf dem Server drauf joinen. Die waren ganz der Server mal kurz abgeschmiert, aber naja. So, was hat sich so verändert seit der letzten Aufnahme? Ja, ich habe mich mal so ein bisschen umgeguckt und in der Gegend, war mal die Fischu besuchen. Hab dann unterwegs einen Lucky Block gefunden und hier diese Ender Chest bekommen. Und wenn wir in diese Ender Chest reintun, da hab ich schon was reinschauen. Da haben wir noch eine Ender Chest. Dann vom Esther war das, meine ich. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Habe ich dann noch so ein Spawn-Ei geschenkt bekommen. Ein Ozelot. Können wir bestimmt gebrauchen. Haben wir bei der Wishu 4 Enderperlen ausgeliehen. Dafür nochmal Dankeschön, liebe Wishu. Unterwegs mal 4 Emeralds gefunden und die Dias, die wir haben da reingetan. Und ich habe dann aus ein paar Q-Essenzen habe ich mal Bottle of Enchanting gecraftet, wer wissen will, wie es geht. Einfach in so das Grid hier einfach komplett Q-Essenzen rein oder eine andere Mob-Essenz. Und man bekommt 3 Bottle of Enchanting. Die Magma Cream, ja, hatte ich einfach Glück gehabt und das hat man aufgewahrt. So. Was hat sich dann noch so verändert? Ich habe mir mal hier so 2 Leibwächter angeschafft. Beide arbeiten, Jungs. Und da hier die Truhe langsam doch ein bisschen voll wurde mit den ganzen Essenzen, besonders mit dem Redstone, was ich dann verkraftet hatte, habe ich mir mal hier einen Redstone Barrel aufgestellt. So, hier das Feld ist mittlerweile auch ganz gut voll gewachsen. Obsidian, Eisen ist auch schon gut angewachsen. Kühe und Glowstone Crops, ich glaube, die habe ich außerhalb der Aufnahmen gemacht. Redstone, Kohle und Essenz ist bei mir jetzt auch komplett voll. Hab dann hier noch ein paar Spruce angepflanzt, Kartoffeln nochmal und ein bisschen Cotton. Und hier das Feld, wo die Snowballs Seeds waren, habe ich mal abgeerntet, weil das genug war. Und ich habe hier die Bäume so, okay, das sieht komisch aus. So ein bisschen weiter nach zurückgeschoben, dass man hier so wenigstens ein bisschen Platz hat für ein paar Sachen. Und ich habe dann noch eine Etage auf das Haus draufgeklatscht. Muss ich aber noch ein bisschen verschönern, so gefällt mir das noch nicht. Aber naja. So, ich würde gerne heute noch ein bisschen weitermachen mit Magical Crops. Und zwar, das war die Wishus gejoint. Wir haben ja jetzt so ein bisschen Q-Essenz und wir wollen ja, auch jetzt wo wir die Dias haben, wollen wir auch mal auf die Diamantensamen gehen. Dafür brauchen wir, der Sirius ist auch da, den Strong Infusion Stone und wir nehmen diese Essenz of the Cow und der Extreme Infusion Stone. So, was kann man jetzt damit machen? Ganz einfach. Man nehme 4 Strong Essenzen und erhalte eine Extreme Essenz. Was kann man aus der machen? Den sogenannten Base Charm. Das kann Strong Essenzen zurückcraften. Ja, hier kommen die ganzen Charms, da muss ich mich nochmal reinlesen. Dann einen Infused Feather. Diamantensamen, auf die wollen wir dann auch gleich schon direkt gehen. Wither Soul Seeds, Emerald Seeds. Und Essence Infused Helmet, Chestplate und so weiter. Man bekommt noch Kobalt, Platin. Okay, dafür braucht man die Crops. Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. Ja. Also, jetzt sind wir langsam schon wirklich so am High-End von Magical Crops angelangt. Und ich würde sagen, machen wir uns da mal so ein paar hausformschöne Diamantoseeds. Dafür brauchen wir dann mal den Samen und die Dias. Samen gesagt, ja. Ja. So und so und so. Und die Enderperlen nehmen wir dann auch gleich mit. Und nochmal Samen. Er hat schon wieder Samen gesagt. Ich weiß auch gar nicht, was mit mir los ist. Entschuldigung. Auf jeden Fall. Man nehme die Diaseeds, pflanze sie so an. Was nimmt man? Ja. Und man erhalte Diaseeds. Und das machen wir dann auch nochmal mit den Enderperlen. Die können wir nämlich auch nochmal ganz gut gebrauchen. So ein paar Enderperlen. So. Den Rest tun wir dann wieder zurück. Und ich würde sagen, Kühe haben wir erstmal was genug. Reißen wir die schon mal, ob die fertig sind. Und wir pflanzen die Ender Crops hin und hier dann mal die Dia Crops. So, damit würde ich sagen, war es das für diese Aufnahme? Nicht Spaß.
ich würde das gerne ganz jetzt noch ein bisschen automatisieren, dass ich das nicht immer abpflanzen muss und alles, dass ich dann halt einfach auf dem Server AFK rumschälen kann und das Ganze wird abgefarmt. Und dafür würde ich gerne, nehme ich mir so schon mal, da war hier so gut was drin. Und wie ich das machen würde, ganz einfach über den Mod Better Chests. Was ist jetzt Better Chests? Wie man hier sehen kann, man hat halt hier diese Adjustable Chest. Wird hier ganz einfach gemacht aus Natur und Cobblestone. Die kann man halt hier mit diesen Upgrades erweitern. So, wie macht man diese Upgrades? Halt jedes Upgrade, wie man hier so sieht, hat jeweils dieses Upgrade Case. Und dieses Upgrade Case macht man einfach aus einem Stick, Holz und Iron Bar. Sollte nicht das die Welt sein. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt erstmal. Und zwar brauchen wir jetzt erstmal, wie gesagt, die Truhen. Machen wir erstmal 3 Stück. Sollte reichen. Mal nehmen wir Cobblestone. Und einmal den da. Was? Okay. Dann muss ich das nochmal anders machen. Was kostet dieser Paintbrush? Ja, das geht ja. Gut, stellen wir uns mal der Trashcan auf. Und tun die mal dazu. Das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber okay. Okay, Paintbrush. So, so und so. Soll ich es aber auch nicht aufhalten. Wir nehmen nochmal als Haus. Und machen nochmal Ton. Okay, dann haben wir ja hier auch noch ein bisschen Lapis. Das sollte ja damit auch gehen. Schauen wir mal. Jawohl. Dann machen wir das darüber. Nehmen wir jetzt nochmal so einen Deckel raus. Und dann geht es direkt weiter. So, hoffen wir mal, dass es jetzt klappt. Jawohl, jetzt haben wir die Adjustable Chest. So, 2 Adjustable Chests. Wenn wir die jetzt mal hier hinstellen und reinschauen. Hat schon einen anderen Sound, ist schon mal was anderes, okay. Aber die hilft uns jetzt so erstmal noch nicht weiter. Ich weiß gar nicht, muss man die mit der Spitzhacke abbauen? Ja. So, wir wollen jetzt mal so ein paar Upgrade Cases machen. Räumen wir mal so ein bisschen mit auf. Und wir brauchen die Iron Bars und Holz. So, machen wir mal so 8 Stickies. Nehmen die Iron Bars hier außen rum. Und haben 16 Upgrade Cases. So, das erste, was ich jetzt mal draufklüppeln würde, ist gerne ganz so mal ein paar mehr Slotties. Dafür opfere ich dann gerne mal so 4 Stück. Dann brauchen wir das Planting und das Harvesting Upgrade. Aber, wenn man hier sieht, Requires Energy Upgrade. Also, wir brauchen das Energy Upgrade. Das ist jenes hier. Da brauchen wir Kohleblöcke, Redstone und Redstone Repeater. Ist nicht ganz billig, aber es lohnt. Jetzt würde ich aber hier schon mal gerne die Adjustable Chest nochmal aufbauen. Wenn man da jetzt mal reinschaut, 3 rein und 2 ist schon mal ein bisschen mehr. Das gleiche machen wir dann nochmal hier mit und reißen sie dann schon mal. Ah, ist ja sehr schön. Gut, dass ich das vorher getestet habe. Ich mache mal gerade so ein bisschen das Inventar leer. Weil das ist mir dann doch so ein bisschen zu voll. Mit Witchery und Blood Magic wird es demnächst auch weitergehen. Da keine Sorge. Ich würde jetzt aber gerne erstmal hier die Fritten rausholen. Tun wir die wieder zurück. Und dann nochmal so ein bisschen was Cleanstone machen und ein paar Kohleblöcke craften.
Jetzt möchte ich gerade mal überlegen, wir brauchen 2 Energy Upgrades. Brauchen wir 8 Kohleblöcke. Okay, so und so. Dann haben wir das auch schon. Dann brauchen wir 2 Redstone und Redstone Repeater. Also 3. Wir brauchen 5. Ach, ich nehme mal 5 mit. Redstone Torch. Redstone. Einmal Redstone Repeater. Musste kurz husten, Entschuldigung. Und wir nehmen direkt nochmal den nächsten Greenstone raus. Ja. Da hat doch mal wieder super nachgedacht. Ah ja, es könnte sein, dass vielleicht einer von denen noch nachjoint. Ich weiß es gerade nicht, ob sie Lust haben. So, das Energy Upgrade ist fertig. Was macht das Energy Upgrade? Ich bin ehrlich, ich habe wirklich so noch keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es Energy Upgrade für Planting und Harvesting Upgrade benötigt werden. Ich werde auf jeden Fall dann wahrscheinlich mal offscreen die Truhe auf Maximum Upgrades reinknüppeln. Aber naja. Ah, es ist gerade Nacht. Da lege ich mich schon mal kurz schlafen. Ah ja, ich werde mich wahrscheinlich auf den Etagen hier fortbewegen über diese Rope Ladder. Habe dann hier die nächste Etage, ist auch noch kein Dach drauf, aber habe ich erstmal den Witch's Ofen hingeklatscht. Aber da wird wahrscheinlich auch noch ein eigenes Haus für kommen. Und hier unten habe ich so ein bisschen weitergearbeitet, und zwar habe ich hier eine kleine Legebatterie gemacht für die Hühner, da wir ja gemerkt haben, dass wir mit Witchery einiges an Eiern brauchen, an Hühnereiern. Dann habe ich mir ein Enchantment Table aufgebaut. Wer wissen will, wie ich an die ganzen Bücher gekommen bin. Das ist eigentlich relativ einfach. Geht halt das normale Rezept über Papier und Leder. Und dann gibt es mal das Papier String und Blank Pattern Rezept. Habe aber das mit Leder genommen, weil man Leder ja auch noch über Essence of Code ziemlich gut bekommt. Dann habe ich mir hier ein paar Essenzbeeren angepflanzt und schon gut gefarmt. Und als ich unterwegs war zur Vishu, habe ich hier 2 Spawner gefunden und da mal direkt so eine kleine Monsterfarm gemacht. Und zwar ist das einmal hier ein Zombie-Spawner und ein Hexenspawner. Die spawnen dann, wenn das hier dunkel ist, werden weitergeleitet, sodass sie hier vorne landen. Und da würde ich dann gerne in einer der weiteren Aufnahmen so eine kleine Sortierungsanlage hier einbauen. Aber kommt noch alles. So. Jetzt lege ich mich mal kurz schlafen. Fragen wir die anderen mal schnell, ob hier sich auch einer hinlegt. Hm? Und kommt da einer? Kommt schon, Leute, ich glaube an euch. Das schafft ihr. Leute. Ha. Gracias. So. Jetzt würde ich aber gerne mal. Ist hier auch kein Creeper? Gut. Seid mir schon oft genug, dass hier auf einmal ein Creeper am Deck auftaucht. So, stellen wir hier die Adjustable Chest drauf. Verpassen der 2 Slot Upgrades und das Energy Upgrade. So, setzen wir uns an dieses nächste Upgrade. Das wäre dann einmal das Planting und Harvesting Upgrade. Planting Upgrade ist nicht ganz billig, braucht man halt so Setzlinge oder sowas anderes und Iron Hose und wir brauchen das Harvesting Upgrade, das ist schon wieder ungünstiger. Wir brauchen dafür noch Wheat. Wheat haben wir auch noch ein bisschen. Ich war da mal unterwegs und habe so 1-2 von diesen Heumännern von Witchery abgefarmt. So, jetzt brauchen wir aber, wie gesagt, 4 von den Iron Hose, das heißt, wir brauchen 8 Iron.
Also eine Kohle. Obwohl, wir könnten eigentlich direkt schon die nächsten 8 machen. Wir brauchen ja 2 Truhen. Können auch wieder was Material weghauen. So, dann brauchen wir Diggies. Können wir schon eine machen, jawohl. Einmal. Ah, das wird jetzt schon noch ein Inventar vollmüllen. Das Redstone kann aber schon mal wieder raus. Zweimal. Ach, Redstone kann schon wieder raus. Aber ich habe noch nicht zu Ende gecraftet. Obwohl, wir brauchen ja noch. Och, Leute. Stuben die mal dazu. Nochmal 2 weitere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir noch das andere Energy Upgrade. Doof, 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 doof. Doof, 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 doof. So, einmal da und da. In den Ecken. Dann die Seiten Redstone und ein Upgrade Gaze Energy Upgrade fertig. Ich kann so wunderherrlich singen. So, 2 von den Iron House haben wir, das heißt, da kommen noch 2 dazu. Und dann brauchen wir Setzlinge, davon haben wir Rubber Sapling gerade. Einmal, zweimal. Dreimal und viermal ein Upgrade Case und wir haben das Planting Upgrade. So. Bei mir ist gerade ordentlich am Pissen. Ein Harvesting Upgrade. Und hier sollte das eigentlich schon loslegen. Gut. Wie man hier sieht, abgefarmt und nachgepflanzt. Und das wollen wir. Dann, ich schätze mal, mit mehr Harvesting Upgrades wird dann mehr abgefarmt. Ja. Das reicht sogar schon. Das ist sehr schön. Dann können wir auch schon die nächste Adjustable Chest hier aufbauen. Der die Slot-Upgrades verpassen, das Energy-Upgrade und dann haben wir das ja auch schon mit super wunderbar automatisiert. So. Ich würde sagen, ich mache mal schnell hier die fertig. 1, 2, 3, 4. Nein, nicht in den Ofen, an die Werkbank. Das wird jetzt auf jeden Fall wundervoll entspannend für mich, weil ich bin es langsam leid, das andauernd abzufarmen und immer wieder in die wie heißt die Kacke, in die Truhe mal einzusortieren und dann zu gucken, oh scheiße, ich muss wieder ein wieder was craften. So, hauen wir da nochmal ein Planting Upgrade rein. Sehr schön. Gut. Haben wir jetzt mal eine wundervolle Chest, die immer wieder auf uns abfahrt. Das machen wir dann nochmal in anderen Feldern. Wobei ich ja das erstmal hier so vorerst mal aufbaue, weil ich würde ja gerne so ein Farmhaus machen für jeden Korb eine Etage. Ja, ich bin schon wieder ein bisschen am Übertreiben, ich weiß, aber... Ich werde schätze ich mal das Ganze dann nochmal mit der Truhe und den Feldern hier noch machen. Ich werde mal gucken, dass ich hier die Ender und die Diamond Seeds nochmal so ein bisschen erweitere. Und ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, geht einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch mal mit Sigurin vorbei, der macht auch super Videos und bla bla bla. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Minecraft Matsalsa!
Bis dahin. Tüdelü.